Ja, hi, ich wollte sofort so ein kurzes Video machen. Gestern bei der Suche und Recherche und bei der ganzen Entdeckung, Forschung, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, habe ich natürlich ein paar Sachen entdeckt und das ist immer so und deshalb liebe ich das eigentlich. Man sucht etwas anderes und findet dann völlig etwas anderes, was trotzdem zum Thema passt, aber sicherlich kennt ihr das bis hier in Südamerika. Ich zeige das jetzt mal. Ich mache mal Stopp oder ich habe hier direkt noch ein Bild. Da. Es ist nass, deshalb sieht man. Ihr seht, dass das nicht nur einfach. Das ist alles schon aufwendig, aber die haben noch diese Formen hier. Seht ihr? Das ist so wie Blätter überlagert. Ne? Das ist so. Das hat. Das wäre schon schwierig, das zu machen, selbst heute. Die meisten Leute würden das nicht schaffen, auch wenn man den moderne Werkzeuge hinstellt. Aber es geht nicht nur darum, weil es geht darum, dass man sich gefragt hat, oder ich habe mich gefragt, was das gewesen sein könnte. Es ist mir nie aus dem Kopf gegangen, gerade dieses Gebilde. Hier noch so ein Foto, das ist nicht so gut, aber man sieht den Größenvergleich ungefähr. Das ist nicht unwichtig, weil bei dem anderen Foto hatte ich auch einen Größenvergleich und das Ding ist hier ein bisschen größer, wie es aussieht. Aber trotzdem. Ja, ich würde das mal noch gezeigt haben. Das hat so einen komischen Namen. Irgendwie Kilarumiku. Miuk. Ach. Also, wie auch immer. Aber guck mal, ich recherchiere und sehe dann sowas hier. Diese geglättete Wand mitten in irgendwo, in nirgendwo, ne? Und das meine ich, man forscht, man guckt und entdeckt wieder etwas zum Thema. Aber jetzt zeige ich mal das Ding, was ich hier in Deutschland gesehen habe. So, wir nähern uns dem Druidenstuhl, da hat man wieder Schalen und hier habt ihr das wieder. Ne? Das ist leider so klein, aber ich lasse das jetzt mal, weil es gibt keine Fotos. Da sitzt der Mann drin, da sieht man die Größe und hier habt ihr das genauere Bild. Ne? Das ist, ich weiß es nicht, aber es hat eine unglaubliche Ähnlichkeit. Es ist aus Stein gemacht, es hat fast die gleiche Größe. Ja, hier haben wir das andere Teil, was eigentlich so drei Nischen hat. Aber ich wollte einfach so die Ähnlichkeit zeigen zu diesem europäischen Gegensätzen dazu, Gegenstücken. Ich habe hier so ein 3D-Modell davon, damit ihr seht, wie das hier aussieht, was davon geblieben ist praktisch. Hier fehlt ein ganzes Stück da. Und hinten ist besonders aufgefallen, wieder mal die Kanten, wie, ob das jetzt, vor allem so glatt, ne, das wie weggeschnitten. So eine Treppe. Ich mach das mal ein bisschen weiter. Ja. Also das Gegenstück davon hier in Deutschland, oder wo das war, Schweiz oder Deutschland, ist jetzt nicht so identisch. Ich wollte damit nur sagen, dass das was sehr Ähnliches ist. Also irgendwelche Gesteine, die auch irgendwo auf die Berge transportiert worden sind und ähnlich bearbeitet worden sind. Das andere, dieser Druidenstuhl praktisch, und das Wort, was ich gar nicht aussprechen kann, das andere ist natürlich sich viel ähnlicher. Aber das hier wollte ich auch zeigen, dass es eben, ja, halt, was es gibt, so, ne? Da ist wieder dieses Ding, guckt euch das an, hier. Guckt euch das an, wie primitiv das ist und völlig andere Arbeit und Gestein. Das waren nicht die gleichen Leute, die das hier gemacht haben. Also, auch die glatten Wände nicht. Ja, da steht das Ding. Und hier ist also eine Perspektive, ne? Hier ist so eine Hülle. Und guckt euch die Wände wieder an, wie glatt die sind. Und vor allem, was ist das für eine Technik, ne? Das ist, da hinten, das ist schwarzer Granit. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das auch von dort ist. Weil es sieht irgendwie nicht danach aus, dass das auch dort natürlich gewachsen ist. Hier haben wir so eine, davon noch ein 3D-Modell, aber ich finde das nicht. Also die Wände sind ja perfekt glatt dort im Echten und das hier verfälscht. Man kann, das Einzige ist, naja, man kann ein bisschen reingucken, aber das endet nach einem Meter oder nicht mal ein Meter. Hier nochmal aus einer anderen Perspektive ist das diese Scheintür.
Das ist, wollte ich mal so zeigen. Die endet dann sofort, ne? Ja, wollte Teufels, dass du doch mal genauer zeigen, wie er sieht. Das ist, sieht ja ganz anders aus. Ich meine, das ist wahrscheinlich auch zerstört, ne? Oder verändert worden. Das ist, Moment mal, ich habe hier so ein paar Bilder. Ja, man sieht das hier. Ne, da hat Nachhinein jemand. Das ist eindeutig Meißelspuren für mich. Und das ist eindeutig auch zerstört worden. Ne? Und wer weiß, wie ähnlich es sich das auch hier war. Vor allem haben wir trotzdem große Ähnlichkeiten. Das ist wieder auf dem Berg. Guckt euch die ganze Umgebung an. Ich gehe jetzt mal kurz wieder zu den Teufelsessel. Die Umgebung wollte ich nur mal zeigen, was da alles ist noch. Das ist im Harz. Ne? Und da sind wir wieder bei diesem Sessel. Aber schnell mal, Leute, nicht, dass euch schwindelig wird. Aber guckt euch, ich wollte nur zeigen, was da alles noch so existiert. Ne, da sind überall irgendwelche Treppen, Vertiefungen. Also es wiederholt sich halt. Ne? Granit und Schalen haben wir. Wer weiß, was später dann natürlich gemacht worden ist. So, nur es ist irgendwie das Gleiche. Und hier haben wir diesen Stein. Das wollte ich aber zeigen vor allem. Das ist auch mystischer Raum im Stein. Wir haben auch, könnte ich sagen, eine Art. Vielleicht war das auch eine Scheintür oder sowas. Ihr seht, da ist alles zerstört, abgeschaltet. Wer weiß, was das hier alles noch war, ne? Aber das ist hier, okay, das ist hier Sandstein. Das ist hier wieder, ist natürlich weicher, deutlich als Granit. Aber es geht nur darum, dass man eben solche merkwürdigen Bauwerke findet, neben diesen, dass sich das alles sehr ähnelt, wenn man das so vergleicht. Also das sind Bilder von der Seite indianastones.de und ich wollte das hier zeigen. Der Stein gehört da nicht hin, er wurde dahin gebracht, es ist ein anderes Material. Man hat eine doppelt, das ist ja natürlich zerstört, ne? Zum großen Teil. Hier nochmal das Ding aus der Nähe, ihr seht, wie glatt das eigentlich ist. Und wie ihr seht, da sind irgendwelche Blumen und sonst was. Das stehen oft Kerzen, Kreuze oder sonst was für Sachen. Und wenn man ehrlich ist, macht das überhaupt gar keinen Sinn, so eine hochtechnologische Bearbeitungsspur anzubieten, ne? Wenn man ehrlich ist, oder? Und jetzt Dimensionstore und so. Ganz ehrlich jetzt, ne? Es wäre ja nicht völlig ausgeschlossen. Aber die Leute, auf was kommen die? Die verkaufen ja Bücher mit solchen Thematiken. Da wird alles beschrieben. Die haben doch gar keine Ahnung. Ich meine, das ist doch Fantasie. Trotzdem ist das sehr rätselhaft und das waren nicht die gleichen Leute, die da die Steine übereinander gelegt haben später. Ne, sowas hier. Vor allem hier, guckt euch das an, das ist in gleicher Gegend hier. Sowas hier. Ja, ich muss lachen, weil wie kommt man auf die Idee, das in die gleiche Zeit zu datieren? Aber ich wollte vor allem sagen, da haben wir das Gleiche wieder. Wie in Königshain oder so. Ich will das auf keinen Fall vergleichen, jetzt nur Trockenmauerwerke. Später haben wir diese modernen Bauwerke, aber auch noch aus Stein. Dann gemauert, dann haben wir verschiedene Epochen der Steinbearbeitung. Das ist, es ist überall irgendwas Ähnliches. Auch diese glatten Wände und unmöglichen Bearbeitungsspuren, die man heute noch, wieso baut man, macht man heute sowas nicht? Das wollte ich noch zeigen. Das gehört auch zu der Ecke. Und das ist, ja gut. Ich muss das jetzt echt nicht zeigen, das dauert zu lange, oder? Ja, es dauert zu lange, weil ich das Bild natürlich nicht finde irgendwann. Hier, das ist einfach so ein Brunnen, aber es ist ähnliche Methode, also ähnliche Arbeit. Aber das habe ich doch in dem Video schon mal gemacht, weil ich habe, das Video war mir zu kurz, ich habe jetzt ein bisschen nachgelegt, weil ich dachte, komm, sei ein bisschen genauer, wenn du das schon zeigst. Das war echt ein bisschen faul. Dann haben wir den nächsten, haben wir den nächsten. Da, guckt euch das an. Hum, und da, hum, hum, hum. Naja, wenn ich jetzt da wäre und ich würde das wissenschaftlich untersuchen wollen oder einfach das fühlen, weil ich bin ein Mensch, der das auch gerne, ne, ich bin ein sensibler Mensch, aber ich brauche das nicht machen. Ich habe das ständig, ne? Ich bin die Antenne praktisch und mit Gott habe ich auch Kontakt ständig.
Deshalb verstehe ich das nicht, dass man irgendwo was beten, von bitten kommt. Das sind Sachen, ah, das geht mir. Und ich weiß nicht, wieso die Leute immer auf die Idee kommen, man muss sich hinsetzen, auf die Knie legen oder Arme ausstrecken in den Himmel. Also, es funktioniert telepathisch, wenn überhaupt. Da muss man nichts tun für. So, jetzt bin ich viel zu weit vom Thema abgekommen, aber ich will, dass ich verstanden werde ein bisschen und nicht jetzt, dass ich einfach so einen Hass habe auf irgendwelche Hippies oder so, ne? Gar nicht. Aber ihr seht, da sind auch wieder so Opfer gehabt. Und klar nennt man das dann irgendwie Opferstein. Das heißt, glaube ich, einfach Kirche dort. Ich glaube, beide Steine heißen einfach Kirche. Das ist sehr. Und da die Überarbeitungsspuren, ne, Leute, das waren nicht die gleichen Leute, die da irgendwelche Steine übereinander gelegt haben. Das ist völlig eine andere Liga. Und die Zapfen kann man drüber streiten. Wir haben das ja schon mal in einem Video, habe ich das ja gezeigt. Es gibt gigantische Teile davon. Für mich macht das nur Sinn, dass das für den Abtransport war, ob die dann abgeschlagen worden sind oder nicht fertig gemacht worden sind oder ob das den Leuten egal war. Keine Ahnung, für mich macht das sonst keinen Sinn. Holzkonstruktion macht da auch keinen Sinn, weil das ist. Ne? Aber ich will jetzt gar nicht anfangen, ich will das Video dann doch nicht so lange machen, weil das zu kompliziert wird. Aber ich wollte nur so als Beispiel zeigen, wie. Ah, komm, wird scharf. Das Foto wird nicht scharf. Gut. Ja, es ist unregelmäßig auch verteilt. Vor allem, hier ist das immer unten, sehe ich. Aber gut, ich beende das mal.